Sein erklärtes Ziel ist, dass er einen islamischen Staat, also ein Kalifat in der Levante, im Irak und in der Levante einrichten will. Die Levante beginnt nach dieser Interpretation am Mittelmeer und reicht praktisch bis Bagdad. Das ist eigentlich so eine Art Halbmond, die er da errichten will. Das Gebiet, was unter der Kontrolle des Islamischen Staats steht, ist der Osten Syriens, das sind weitläufige Wüstengebiete, und der Westen des Iraks, auch weitgehend Wüstengebiet. Interessanterweise hat er sich entlang des Euphrats vorwärts bewegt, also wo eigentlich eine sehr fruchtbare Gegend ist, wo es Baumwolle gibt und Getreide, wo es Wasser gibt, wo auch Siedlungen sind und Städte. Und der Euphrat geht ja bekanntlicherweise auch bis in den Irak hinein. Also entlang dieser Wasserstraße hat er sich vorwärts bewegt. Das, was mir bekannt ist, handelt sich vor allen Dingen um die Person des al-Baghdadi. Er soll ein Iraker sein. Ich sage das im Konjunktiv, weil diese Informationen sind im Wesentlichen eigentlich über das Internet transportiert worden. Also er soll ein Iraker sein, aus Samarra stammen, nördlich von Bagdad. Er war Kämpfer von Al-Qaida in Afghanistan, ist dann später in den Irak gekommen, hat sich dort beteiligt an der Gruppe Al-Qaida im Irak. Also die wurde gegründet nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003, 2004. Entstand aus der Gruppe Al-Qaida im Irak eine Gruppe Islamischer Staat im Irak. Und al-Baghdadi selber, das ist übrigens ein Pseudonym, der wurde dann von den Briten festgenommen, saß längere Zeit in britischer Militärhaft in Südirak, in Basra, im Camp Bukka. Und als er wieder freikam, übernahm er die Führung von dieser Gruppe Islamischer Staat im Irak, deren Anführer kurz zuvor getötet worden war. Diese Gruppe Islamischer Staat im Irak hat 2007 schwere Anschläge verübt im Irak. Ein ganz furchtbarer Anschlag geschah in Sinjar, dem Gebiet, wo sehr viele Kurden, Christen, aber vor allen Dingen auch Jesiden leben im Nordirak. Und jetzt kürzlich ist ja Sinjar auch wieder durch die Vertreibung der Jesiden in die Schlagzeilen geraten. Also dort hat diese Gruppe Islamischer Staat im Irak schon 2007 ein schweres Attentat verübt mit Hunderten von Toten. Ja, wir müssen da unterscheiden zwischen der Unterstützung im Irak und in Syrien. Also im Irak war die Gruppe relativ schwach, sowohl personell als auch waffentechnisch. Sie hat dort vor allen Dingen Unterstützung bekommen von den westirakischen Stämmen, von ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei, die ja verboten worden ist von den Amerikanern nach 2003, aber auch von ehemaligen Militärangehörigen. Also die sind insbesondere jetzt in den letzten 3 Jahren stark zu dieser Gruppe dazugestoßen. In Syrien rekrutiert sich die Gruppe aus jungen arbeitslosen Männern aus den Ballungszentren von Hasakeh, Raqqa, Deir ez-Zor, Aleppo und Damaskus, vor allen Dingen in der Anfangsphase 2011, Anfang 2012. Die Gruppe hat dann aufgrund starker innerer Auseinandersetzungen, also zwischen den bewaffneten Gruppen in Syrien, gab es Verteilungskämpfe. Und als die beiden stärksten Gruppen haben sich da herausgeschält, einmal die Nusra-Front und einmal der Islamische Staat im Irak und in der Levante. Und dieser Islamische Staat hat mehr Personen angezogen, weil sie einfach erfolgreicher waren. Sie hatten bessere Waffen, sie haben besser bezahlt, also die Kämpfer bekommen ein monatliches Salär, sie bekommen eine Ausrüstung, Uniform, sie werden versorgt. Und dadurch ist die Anziehungskraft eben sehr groß geworden, auch weil es eben halt in dieser Kriegssituation in Syrien wenig Alternativen gab. Dann muss man sagen, dass der Islamische Staat auch Unterstützung bekommt in Syrien
von den Beduinenstämmen, die ja im Grenzgebiet zwischen Syrien und Irak agieren, sie mit Waffen versorgen, mit Informationen, ihnen Wege freimachen. Und sie bekommen Unterstützung von Stammesverbänden, die dort im Grenzgebiet zwischen Syrien und Irak leben. Wobei man sagen muss, dass sie nicht unbedingt immer sich freiwillig anschließen, sondern teilweise gezwungen werden, teilweise aber auch gekauft werden. Zum Beispiel können die Stämme also teilweise über Ölquellen, die von den Kämpfern eingenommen worden sind, in einem bestimmten Maß selber verfügen, es auf eigene Rechnung verkaufen, wodurch sie etwas Geld einnehmen. So bindet der Islamische Staat eben halt auch Stammesverbände an sich. Ich glaube, dass das sehr widersprüchlich ist. Auf der einen Seite fürchtet man sich, auf der anderen Seite sieht man hin. Und dieser Mechanismus hat sicherlich auch was mit Psychologie zu tun, also wo man sich mit beschäftigen müsste. Auf der anderen Seite ist es so, dass es für etliche junge Araber, glaube ich, auch eine Genugtuung ist zu sehen, dass der Westen, dass Europa, die USA und die Autokratien in den Golfstaaten so angstvoll reagieren. Und dass das für junge Leute also so eine Genugtuung ist, dass sie sagen, ihr habt uns hier immer vorgeschrieben, was wir machen sollen. Ihr habt dafür gesorgt, dass ihr uns, dass wir hier nicht frei leben können. Zum Beispiel junge Palästinenser, die ja sich auch dort angeschlossen haben, oder junge Leute aus dem Jemen, die alle keine Perspektive haben und das vielfach darauf zurückführen, dass der Westen eben halt und insbesondere die USA so intervenieren in ihren Heimatländern, dass die denken, wir machen ihnen Angst, das ist gut und deswegen schließen wir uns dieser Gruppe an. Ich glaube, diesen Aspekt sollte man auch nicht unterbewerten. Also dieser Islamische Staat ist der einzige, der beansprucht, ein Kalifat zu errichten. Ein Kalifat, was von bestimmten Teilen der sunnitischen Muslime angestrebt wird für die muslimische arabische Welt. Und diese Vorgehensweise ist sehr umstritten unter den islamischen Organisationen. Wir haben ja eine Vielzahl von islamischen Kampfverbänden in Syrien, die dort agieren. Zum Beispiel gibt es etliche Kampfverbände, die der Muslimbruderschaft angehören, aber die Muslimbruderschaft vertritt in dem Sinne nicht das Ziel, dieses dogmatische Ziel des Kalifats, so wie das der Islamische Staat tut. Wir haben eine islamische Front, die im Wesentlichen von Jordanien und Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait unterstützt wird, die eigentlich mehr das Ziel haben, die Regierung und das politische System in Syrien, also in Damaskus, zu stürzen, um dort eine Art Regierung einzurichten, die religiös orientiert ist, aber nicht ein Kalifat. Also ich denke, es kommt da beides zusammen. Sie haben auf jeden Fall davon profitiert, dass Waffen geliefert wurden in die Region, also nach Syrien geliefert wurden, seit Ende 2011. Das ist erwiesenermaßen aus Katar, Saudi-Arabien, Jordanien, aus Kroatien. Große Mengen Waffen wurden geliefert und da hat natürlich auch die Gruppe, die ja damals noch Islamischer Staat im Irak und in der Levante hieß, also daran partizipiert hat. In den Verteilungskämpfen haben sie sich sogar ganze Waffendepots von Kampfverbänden, also von der sogenannten Freien Syrischen Armee, angeeignet, bei Azaz zum Beispiel, das war Ende 2013. Und da haben sie sich ordentlich mit Waffen ausgerüstet. Sie haben natürlich Waffen bekommen durch Überfälle auf Positionen der syrischen Streitkräfte, wobei deren Waffen nicht unbedingt im neuesten Stand
entsprechen wie die Waffen, die aus Saudi-Arabien und anderen Staaten geliefert wurden. Und sie haben natürlich viel Waffen erobert oder eingenommen, als sie nach Mosul gegangen sind und die irakische Armee und auch die Peschmerga dort ihre Stellung verlassen haben und ihnen sozusagen freies Feld überließen. Aber in der Anfangsphase, wie gesagt, haben sie davon profitiert, was man in das Land an Waffen und Geld hineingepumpt hat, von den sogenannten Geschäftsleuten vom Golf. Vielleicht nochmal zu der Wirtschaftskraft von diesem islamischen Staat. Die haben natürlich auch durch Plünderungen, durch Erpressungen, durch Entführungen haben die Geld eingenommen. Sie haben Ölfelder besetzt im Osten Syriens. Sie haben Getreidesilos besetzt. Sie haben die Handelszone von Aleppo geplündert, also Fabriken geplündert. Und diese ganzen Sachen haben sie nicht unbedingt für sich selber benutzt, sondern sie haben es verkauft über die Türkei. Die Türkei war also das Hinterland und ist es meines Erachtens nach bis heute für ISIS, wo sie sozusagen diese geplünderten Produkte verkaufen können über Mittelsmänner. Natürlich alles illegal, aber so viel kann gar nicht illegal passieren. Da muss jemand also ganz gezielt weggucken oder er partizipiert davon, denn es gibt sehr viele Geheimdienste, Polizeikräfte, Militärs im Grenzgebiet zwischen Türkei und Syrien. Also ich denke, da verdienen viele Leute dran. Natürlich verdienen sie auch, das muss man auch dazu sagen, sie verdienen auch daran, und zwar alle Kampfverbände, am Menschenschmuggel. Die Menschen, die fliehen, also die versuchen illegal über die Grenze in die Türkei zu kommen, um von da zum Beispiel nach Europa zu fliehen, fliehen ja auf den gleichen Wegen, auf denen umgekehrt Kämpfer und Waffen hineinkommen. Und auch da partizipiert die Türkei. Da spielt sie natürlich eine wichtige Rolle. Es ist also erwiesen, dass über die Türkei zum Beispiel Rohöl, aber auch raffineriertes Öl verkauft wurde. Und zwar völlig unter dem internationalen Preis, also zu Dumpingpreisen sozusagen. Aber daran haben doch Leute auch in der Türkei profitiert. Und dadurch konnte, sagen wir mal, Ankara diese Region auch in einer gewissen ruhigen, stabilen Lage halten. So instabil das insgesamt geworden ist, das Gebiet, aber dadurch, dass da Handel getrieben wurde und Leute verdienten, haben sie natürlich auch ein Interesse, dass die Situation bleibt, wie sie ist. Dass jetzt das Blatt sich etwas gewendet hat, ist für mich noch nicht ganz ausgemacht, muss ich sagen. Also es gab erheblichen Druck, insbesondere von den USA, auf die Türkei, diese Quellen bzw. diese Unterstützung für den Islamischen Staat zu stoppen. Also die Grenzen zu schließen, die Geldflüsse zu schließen. Also das US-Finanzministerium ist da sehr aktiv geworden. Seit Anfang des Jahres haben sie also in den Golfstaaten und auch in der Türkei, also überall massiv darauf gedrängt, dass diese Geldströme vor allen Dingen unterbrochen werden. Und die Türkei hat sich also sehr gewunden, vermutlich aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Sie haben daran profitiert. Zuletzt hieß es dann, sie beteiligen sich nicht an dieser Koalition gegen den Islamischen Staat, weil im Konsulat in Mosul 49 türkische Konsulatsmitarbeiter als Geiseln genommen worden sind. Die sind ja dann auf wundersame Weise freigekommen, just zu dem Zeitpunkt, wo also der Islamische Staat sich dann vom Irak wieder etwas abgewendet hat und in Richtung der Kurdengebiete in Nordsyrien gezogen ist. Das, was wir jetzt in den Medien immer hören, die Kämpfe in Kobani und um Kobani begannen genau in dieser Zeit, also Mitte September,
als diese Geiseln in Mosul freigelassen wurden. Die Türkei hat gesagt, sie hätte verhandelt mit dem Islamischen Staat, also Geheimdienstkräfte hätten verhandelt, hat aber nicht gesagt, was diese Gruppe Islamischer Staat dafür bekommen hat, dass sie die, diese Geiseln freigelassen hat. Das bleibt also im Bereich der Spekulationen. Das heißt, die Türkei, also eine Spekulation ist, dass die Türkei Gefangene freigelassen hätte des Islamischen Staats, die in der Türkei gefangen waren. Die Kurden sagen, sie hätten eine Vereinbarung getroffen, dass sozusagen dieser ISIS, also dieser Islamische Staat, auf die Kurdengebiete vorrückt, weil die Türkei die Entwicklung in den Kurdengebieten Nordsyriens mit großer Skepsis betrachtet hat. Für mich sieht das so aus, und Erdogan hat das ja jetzt kürzlich auch nochmal gesagt, als er von der UN-Vollversammlung aus New York zurückgekommen ist nach Ankara, hat er gesagt, man kann nicht nur gegen eine terroristische Gruppe kämpfen, also den Islamischen Staat, sondern man muss gegen alle terroristischen Gruppen kämpfen, also auch gegen die Terroristen der Kurden. Und wir wissen ja, dass die Gruppe, die kurdische Organisation, die in Nordsyrien sehr aktiv ist und großen Einfluss hat, ist die PYD, sozusagen eine Schwesterpartei der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, in der Türkei, die wiederum als terroristische Organisation in der Türkei, aber auch in vielen NATO-Staaten, auch in Deutschland, verboten ist. Und dass also Erdogan ganz klar gesagt hat, wir kämpfen nicht nur gegen ISIS oder gegen den Islamischen Staat, sondern wir kämpfen auch gegen die kurdischen Terroristen. Also dieses Gebiet ist ein ganz, ganz interessantes Gebiet. Das nennt sich Jazira. Das ist also auch ein sehr fruchtbares Gebiet. Dieses Grenzgebiet zur Türkei von Nordsyrien zieht sich über 800 Kilometer, 800, 900 Kilometer zwischen dem Mittelmeer und dem Nordirak. Und in diesem Gebiet leben sehr viele verschiedene Volksgruppen und Religionsgruppen. Hasake, also das ist jetzt die nordöstlichste Provinz von Syrien, wo eins dieser Kurdengebiete liegt, nämlich Kamischli, ist zusätzlich ein wirtschaftlich ganz interessantes Gebiet. Dort gibt es Öl, dort gibt es Wasser und dort gibt es große Getreidefläche, also viel Landwirtschaft. Denn diese Jazira ist insgesamt auch ein sehr fruchtbares Gebiet. Wir haben also Hasake, und dort haben wir diese eine kurdische Autonomieregion um Kamischli herum. Kobani liegt weiter westlich an der Grenze zur Türkei, ist ein etwas kleineres Gebiet, wirtschaftlich weniger interessant, also nicht so reich an Landwirtschaft oder Bodenschätzen, aber durch die strategischen Grenzübergänge in die Türkei von großer Bedeutung für die Nachschubwege der Kampfverbände. Das dritte kurdische Autonomiegebiet liegt weit im Westen, also noch westlich von Aleppo, um den Ort Afrin. Und in diesen drei Gebieten haben die Kurden also eine Art Selbstverwaltung aufgebaut, die in sich relativ gut funktioniert, aber daran krankt, dass sie keine Verbindung untereinander haben. Und ich denke, dass es auch politisch für die Kurden ein großer Nachteil ist, und das zeigt sich jetzt auch in den aktuellen Kämpfen, dass es ihnen mit diesem Projekt in Rojava, also in ihren kurdischen Gebieten im Nordsyrien, nicht gelungen ist, die Oppositionsgruppen an ihrer Seite zu halten, mit denen sie anfangs zusammengearbeitet haben, also die nicht für bewaffneten Kampf waren, die für politische Veränderung waren, die säkularen Gruppen des Nationalen Koordinationskomitees für demokratischen Wandel in Syrien, wo die Kurden ja ein Teil waren. Aber diese Gruppen haben sie sozusagen etwas hinter sich gelassen,
bei ihrem Projekt der autonomen Selbstverwaltung in den Kurdengebieten. Diese Gefahr hat Erdogan auf jeden Fall gesehen. Also die syrische Regierung hat das ja, hat sich dort ja zurückgezogen, hat die Kurden sich überlassen. Und die Türkei hat das natürlich mit großer Skepsis gesehen, die Stärkung der kurdischen Gebiete in Nordsyrien. Erdogan hat jetzt gesagt, hat jetzt eine Forderung wieder aufgebracht und ich bin mir sicher, dass er das umsetzen wird, eine Pufferzone einzurichten, eine Flugverbotszone in Nordsyrien. Das bedeutet, er will die auch schützen militärisch, also die Regierung hat diesen Beschluss schon getroffen, dass die türkische Armee dort einmarschieren kann und dass ausländische Kräfte, also ausländische Truppen, türkische Militärbasen benutzen können. Also damit sind NATO-Truppen gemeint oder die USA, dass sie Incirlik auch nutzen kann, also die Luftwaffenbasis Incirlik in der Türkei, um von dort aus Luftangriffe zu fliegen. Also Erdogan will eigentlich, er sagt, er greift den Islamischen Staat im Irak an und in der Levante, also ISIS. Aber de facto ist sein Ziel, die kurdische Autonomie in Nordsyrien zu zerstören. Wenn er dort in dem Gebiet eine Pufferzone einrichtet und das türkische Militär dort einmarschiert, ist das kurdische Projekt vorbei. Also es ist eine tatsächlich sehr unübersichtliche Situation. Anfangs, als diese Demonstrationen in Syrien begannen, die dann schnell in Gewalt umschlugen, waren sich ja die verschiedenen Golfstaaten, die verschiedenen arabischen Staaten relativ einig, dass sie auf jeden Fall Kräfte unterstützen, die die Regierung in Damaskus stürzen sollen. Da waren sie sich auch einig mit dem Westen, mit ihren westlichen Bündnispartnern. Es gab die Freunde Syriens und alle waren sich einig, Assad muss weg. Das haben wir ja viel gehört. Das war 2011, 2012. Aber die ganze Entwicklung in der Region ist ja nicht so gelaufen, wie das vielleicht 2011 ausgesehen hat. Erstens ist Bashar al-Assad immer noch an der Macht. Er ist bei Präsidentschaftswahlen bestätigt worden. Die Armee steht hinter ihm. Die Entwicklung in Ägypten, einem anderen wichtigen Player, also Akteur in der Region, hat sich ganz anders entwickelt, als es noch Anfang 2012 ausgesehen hat. Und die Entwicklung in Libyen nicht zu vergessen, wo also jetzt auch Kampfverbände dabei sind, das Land aufzuteilen. Alles das hat dazu beigetragen, dass die ursprünglichen Pläne, die man vielleicht gehabt hat, also für die Region des östlichen Mittelmeerraums und des südlichen Mittelmeerraums, nicht aufgegangen sind. Und das hat dazu geführt, dass auch die arabischen Staaten, die innerhalb dieser Koalition Freunde Syriens waren, miteinander nicht mehr auskamen. Also insbesondere Katar und Saudi-Arabien haben mehr auf eigene Kräfte gesetzt, als gemeinsam zu agieren. Katar unterstützt die Muslimbruderschaft und auch die Nusra-Front zum Beispiel in Syrien, obwohl sie das dementiert. Saudi-Arabien betrachtet die Muslimbruderschaft als terroristische Organisation, hat sie auch verboten im eigenen Land und setzt mehr auf radikale Salafisten oder diese Gruppierung um den Islamischen Staat. Also durch diese Meinungsverschiedenheit und die unterschiedliche, also die dann da aufgetreten ist, ist natürlich die ganze Gemengelage auch aus den Fugen geraten. Also diese Allianz Freunde Syriens hat sich jetzt schon länger nicht mehr getroffen. Sie agieren eigentlich nicht mehr wirklich gemeinsam. Und das war ein großes Problem für die Amerikaner, dass sie gesehen haben, dass also dieses gemeinsame Vorgehen gegen Bashar al-Assad dann dazu geführt hat, dass die Gruppen sogar in Syrien gegeneinander gekämpft haben, anstatt gegen die syrische Armee oder gegen die syrische Regierung. Und daraus haben sich natürlich Gruppen relativ selbstständig weiterentwickelt, wie der Islamische Staat.
der sicherlich Kräfte in sich vereint, die auch ganz klare Gegner nicht nur von Bashar al-Assad sind, sondern auch des Königshauses in Saudi-Arabien zum Beispiel oder des Emirs von Katar. Und möglicherweise hat das dazu geführt, dass sie sich jetzt in dieser Allianz um die USA herum geschart haben. Ja, also es gibt sicherlich Leute, die sagen, nein, nein, das ist alles ein abgekartetes Spiel, auch so wie es jetzt läuft. Aber vieles deutet darauf hin, dass die ursprünglichen Pläne zum Sturz der Regierung in Damaskus nicht funktioniert haben, aus dem Ruder gelaufen sind und dass man jetzt eben halt einen neuen Weg versucht. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass also auch im Islamischen Staat als auch in der Nusra-Front eigentlich in fast allen Kampfverbänden, die in Syrien unterwegs sind, auch Geheimdienstkräfte oder Zuträger zu Geheimdiensten des Westens mit dabei sind. Aber das hat nicht garantiert, dass eben halt dieser ursprüngliche Plan so aufgegangen ist. Insbesondere zu Syrien kann man sagen, dass Israel von Anfang an Kontakte gehabt hat zu der im Ausland agierenden syrischen Opposition, also sowohl zum syrischen Nationalrat als auch zur nationalen Koalition, die auch hier in Berlin ein Vertretungsbüro hat. Und es gab Einladungen, es gab gemeinsame Diskussionen, es gab Erklärungen dieser syrischen Auslandsopposition, dass wenn sie an die Macht kommt, dass sie auf jeden Fall einen Friedensvertrag mit Israel schließen würde, die Golanhöhen nicht mehr Israel streitig machen würde und so weiter. Kürzlich ist sogar ein syrischer Oppositioneller, Kemal Labouani, der ist jetzt auf der Herzliya Antiterror Terrorismuskonferenz in Herzliya in Israel gewesen. Er war da eingeladen und hat dann 2 Wochen ist er durchs Land gereist und hat Gespräche mit israelischen Politikern geführt. Und er tritt ganz offen dafür ein und bekommt auch sehr viel mediale Öffentlichkeit in Israel, aber auch in den arabischen Medien dafür, dass er also Israel aufgefordert hat, eine Flugverbotszone im Süden Syriens zu verhängen, Patriot-Raketen einzusetzen. Und er sagt zum Beispiel, dass er es unterstützen würde, wenn Israel in Syrien einmarschiert. Das fände er besser, als wenn die NATO da einmarschieren würde. Er hat konkrete Pläne vorgelegt für die Zukunft der Golanhöhen und so weiter. Und das heißt, da gibt es also ein Interesse, ein Aufeinanderzugehen von bestimmten Teilen der syrischen Opposition. Entschuldigung. Und in den letzten, also insbesondere seit Ende 2012, haben wir ja gesehen, dass bewaffnete Kampfverbände von Jordanien her über die entmilitarisierte Zone des Golan Richtung Kunetra und Richtung Damaskus vormarschiert ist. Leider haben unsere Medien nicht sehr viel darüber berichtet. Erst jetzt, kürzlich, wurde ja eine Gruppe, also diese entmilitarisierte Zone, stammt aus dem Jahr 1974, nach dem Krieg zwischen Israel und Syrien um die Golanhöhen, die Israel 67 besetzt hatte und später annektiert hat. Und diese Pufferzone wurde bewacht von UN-Friedenstruppen. Nun ging kürzlich durch die Presse, dass ein Verband dieser UN-Blauhelme von den Fidschi-Inseln entführt worden ist und ein anderer Verband von diesen bewaffneten Kampftruppen da angegriffen wurde. Das war die Nusra-Front mit der Islamischen Front, also die von Jordanien her gekommen waren. Ergebnis ist, dass die UN ihre Soldaten aus dem syrischen Teil der Golanhöhen abgezogen hat, in Richtung Israel, da gibt es ja auch einen Stützpunkt der Blauhelme. Und diese Kampfverbände sind in die Stellungen der Vereinten Nationen einmarschiert auf dem Golan. Diese Kampfverbände haben praktisch seit Ende 2012
medizinische und logistische Unterstützung von Israel bekommen. Das ist also ganz bekannt geworden, dann aber erst Ende letzten Jahres, als, oder ich glaube, es war Anfang dieses Jahres, als Benjamin Netanyahu also ein Krankenhaus besucht hat auf dem Golan, wo solche Kämpfer behandelt wurden. Und er hat sich dabei auch filmen und fotografieren lassen und hat da öffentlich auch Stellung zu bezogen. Also das heißt, dass Israel zumindest, und das sind islamistische Verbände, die sich dort positioniert haben, aber sie haben offensichtlich Israel zugesagt, nicht Israel anzugreifen, sondern wenn, dann in Richtung Damaskus zu marschieren. Und das ist erstmal auch mehr im Interesse Israels. Ich denke, Israel spielt eine wichtige Rolle im Hintergrund, sehr stark, aber natürlich, sie sind auch durch Aufklärungsmaterial, denke ich, über vieles sehr gut informiert. Das Eingreifen der Flugstaffeln von USA und den Golfstaaten ist sicherlich, also das wird nachhaltige Folgen haben, meines Erachtens, für Syrien selber. Wir haben gesehen, dass es schwere Bombardierungen im Grenzgebiet zwischen Irak und Syrien gegeben hat. Dort ist Infrastruktur zerstört worden, die Ölraffinerien bzw. Ölpumpen, das sind jetzt nicht die modernsten Anlagen gewesen, aber doch welche, die wichtig waren. Also mindestens ein Getreidesilo ist getroffen worden dabei. Also das muss man erstmal sagen, das ist alles, auch wenn diese islamischen Staatkämpfer sich dort niedergelassen hatten, es ist syrisches nationales Eigentum, was da zerstört worden ist. Angriffe um Aleppo herum, Angriffe in Idlib galten bestimmten Kampfgruppen. Dass die Amerikaner und diese arabischen Kampfjets so weit nach Syrien hineinfliegen konnten, war nur möglich, weil Syrien seine Luftabwehr abgeschaltet hat. Das heißt, es gibt zumindest eine stillschweigende Übereinkunft, was diese Luftschläge betrifft, zwischen der syrischen Regierung und den Amerikanern. Offiziell hat Syrien gesagt, sie seien informiert worden, aber nicht gefragt worden. Ich denke, das ist vor allen Dingen eine Erklärung gewesen, auch an die eigene Bevölkerung, die natürlich mit großer Skepsis sieht, was da oder beobachtet, was da im Moment passiert. Also ich habe mit Freunden in Damaskus gesprochen, die das also auch bestätigt haben. Die sagen, wir trauen denen überhaupt nicht. Und ich wäre mir auch nicht so sicher, ob nicht letztendlich diese Kampfjets auch Stellung der syrischen Armee oder auch Positionen in Damaskus bombardieren könnten. Aber im Moment sieht es so aus, dass es eine Übereinstimmung gibt, die vor allen Dingen wohl über die Verbindung des Iraks läuft. Also Syrien arbeitet eng mit Bagdad zusammen, Bagdad arbeitet eng mit dem Iran zusammen und Bagdad arbeitet aber auch eng mit den Amerikanern zusammen. Also insofern denke ich, dass es dort einen Informationsaustausch gibt über Stellungen dieser islamistischen Kämpfer und dass die Angriffe offenbar im Interesse auch der syrischen Regierung sind. Dass es vielleicht sogar eine gewisse Art von Koordination gibt. Ja, also ich habe das vor 2-3 Jahren noch anders gesehen, aber ich bin mir jetzt sehr sicher, dass diese Grenzen aufgelöst werden sollen und sich auch auflösen. Wie das letztendlich aussehen wird, wird auch davon abhängen, ob diese Allianz, die die Amerikaner jetzt geschmiedet haben, ob die vielleicht auch eines Tages so auseinanderbricht wie diese Freunde Syriens. Also, dass vielleicht im Zuge der Auseinandersetzung die Golfstaaten dann doch ihre eigenen Interessen gegenüber der Regierung in Damaskus zum Beispiel anders durchsetzen wollen, als die Amerikaner das im Augenblick vielleicht wollen.
Also ich denke, davon hängt vieles ab, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Türkei die Situation nutzen möchte, um einen Teil Nordsyriens zu okkupieren, als Flugverbotszone, als Pufferzone oder vielleicht auch als sogenannten sicheren Hafen für verfolgte religiöse und ethnische Minderheiten. Und da werden sie möglicherweise kooperieren mit den Kurden im Nordirak, sodass wir vielleicht dort in der Region eine territoriale Veränderung sehen werden. Ob diese Gruppe Islamischer Staat zerschlagen werden kann, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, es gibt immer noch großes Interesse von bestimmten Kräften in der Region, diese Gruppe am Leben zu erhalten und zu nutzen, um einen Keil zu treiben zwischen Syrien und Irak. Wir sollten auch nicht vergessen, dass 2004 war es, glaube ich, plötzlich von einem sogenannten schiitischen Machtbogen gesprochen wurde. Also die große Gefahr des Irans sich ausdehnt über den Irak, über Einfluss in Damaskus und über die libanesische Hisbollah. Es sind ja schiitisch-muslimische Gruppierungen oder Regierungen, die allerdings nicht alle religiös agieren, aber dieser schiitische Machtbogen wurde insbesondere, also wurde damals vom jordanischen König ins Spiel gebracht. Und seitdem gilt das als die große Gefahr gegen die westlichen Interessen. Und gegen diese sogenannte oder angebliche Gefahr könnte es, also sieht alles so aus, als ob ein sunnitischer oder wahhabitischer oder islamistischer Machtbogen sozusagen von den Golfstaaten her bis an die Grenze der Türkei gezogen wird, um also diese schiitischen, also um Syrien zu trennen von Irak, um Iran zu trennen vom Libanon und so weiter. Daran hat möglicherweise die Türkei auch Interesse, die also durch neue Grenzziehungen die eigene Position sicherlich eher verstärken kann. Wir werden sicherlich auch, das betrifft jetzt nicht Syrien und Irak, aber wir werden sicherlich in Libyen eine Aufteilung sehen, also in Osten und Westen und den Süden. Vieles deutet darauf hin, aber die Medien beobachten die Lage in Libyen im Moment nicht mehr so genau. Und wir werden möglicherweise auch auf eine Auftrennung sehen im Jemen, der ja auch nicht so in den Schlagzeilen ist, aber wo auch sehr viel geschieht im Moment. Und in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass also vor ziemlich genau einem Jahr die New York Times so einen Artikel veröffentlicht hat unter der Überschrift, wie man aus 5 Staaten 14 macht. Da wurden also Pläne nochmal wieder erörtert, die zurückgehen auf die 50er Jahre, dass man also diese Region des südlichen und östlichen Mittelmeerraums auftrennt in kleinere Staaten, religiös, ethnisch und so weiter. Und vieles deutet darauf hin, dass das tatsächlich das Ziel ist, diese Region zu destabilisieren, indem man sie auftrennt. Man könnte auch einen völlig anderen Weg einschlagen, nämlich eine politische Stabilisierung der Staaten, um politische Lösungen für die Konflikte dort zu finden. Aber dieser Weg ist eigentlich in den letzten 3 Jahren vom Westen nicht verfolgt worden. Und deswegen denke ich, wird es also diese Auftrennung geben.